Spielbedingungen und Drehbuch bei Games notwendigerweise Gegenspieler? Machen wir uns doch einen Witz. Uncharted 4 steht kurz vor dem Start und mit ihm neue Action und Abenteuer rund um Nathan Drake. Are you ready to seek your fortune? Hang on, Nathan! Wobei Kritiker der Serie eine aufwendige Inszenierung bescheinigen, andererseits aber auch ein verbreitetes Übelmonieren, die ludonarrative Dissonanz. Aber was heißt dieses unbekannte Wort überhaupt? Ludonarrative Dissonanz ist ein Begriff von Clint Hocking, dem ehemaligen Creative Director von Ubisoft. Gemeint ist damit der Bruch zwischen dem Gameplay, also dem, was der Spieler zu tun hat, und der narrativen Logik des Spiels, also dem Spieluniversum und den sich daraus ergebenden moralischen und erzählerischen Inhalten. Nehmen wir Uncharted, dessen Held in den Videosequenzen ja super cool und sympathisch daherkommt. Aber sobald man dann selbst die Konsole bedient, wird eben dieser Held zur Killermaschine mit gut 2000 möglichen Toten im Spiel. Ein einziges Blutbad. Nur diesen Graben zwischen Spielphasen und Erzählstrang hat es schon immer gegeben. Warum sollte also plötzlich Schluss damit sein? Und was für Konsequenzen hätte dies für den Gamer? Mich ärgert bei den ludonarrativen Dissonanzen am meisten, dass sie mich aus meinem Universum herauskatapultieren. Du spielst ein paar Stunden und plötzlich reißt dann dieser Film in deinem Kopf. Weil durch eine ludonarrative Dissonanz der Eindruck entsteht, dass das, was im Videospiel passiert, gar keinen Sinn ergibt. Solche Dissonanzen sollten allein schon deswegen vermieden werden, weil der Spieler dadurch nicht voll im Gameplay und seinem emotionalen Potenzial aufgeht. Wenn du merkst, dass alles falsch ist und die Story nur dazu dient, Spielphasen irgendwie zu überbrücken, dann schaltest du ab. Was macht er? He's gone into a game loop. He won't come out of it until you give him a proper line of game dialogue. Nur, wenn das ganze Gamer und den narrativen Zusammenhalt von Spielen so sehr stört, warum zum Teufel bemühen sich Game Designer dann nicht darum, diese Dissonanzen wenigstens zu mildern? Wenn zwischen 300 und 600 Personen an einem Spiel arbeiten, in Studios, die über den ganzen Erdball zerstreut sind, dann ist es praktisch unmöglich, alles zu kontrollieren. Das Konzept, das, was die einen oder anderen tun, dass alle Fehler behoben werden. Zeit und Budget reichen heute nicht mehr aus, um solche Inkohärenzen zu vermeiden. Good. Good. Mag schon sein, dass solche Dissonanzen einfach zum kreativen Betrieb bei massentauglichen Spielen dazugehören. Aber vielleicht geht es ja auch anders und ohne dabei die Essenz von Games aufs Spiel zu setzen. Mehr dazu nach der Werbung. Chérie, Eric a gagné le match. J'ai mis 3 buts! Eric a gagné le match! Seit gut einem Jahrzehnt wird die Diskrepanz zwischen dem, was uns Videospiele erzählen, zeigen und tun lassen, immer penetranter. Vous marchez sur des croix. Ce jus d'orange est faux. L'assiette est collée. Regardez, y a un technicien qui est là, regardez. Denn je mehr die digitalen Welten unsere eigene Welt imitieren, umso mehr fällt uns dabei auf, wie künstlich und beschränkt sie sind. Seitdem die 3D bei allen Videospielen Standard ist, hat die Industrie versucht, immer realistischere Produkte zu entwickeln. Meiner Meinung nach ist das aber eine Sackgasse, weil gleichzeitig ja auch die Konventionen bzw. die Grundlagen des Videospiels eingehalten werden müssen. Aber das klappt nicht zusammen.
I had sex with a prostitute, so now I'm getting an STD test. You have herpes. Ah, here comes. Müssen somit Spielentscheidungen nur logisch und nachvollziehbar sein, um Dissonanzen in einer realistischen Welt in den Griff zu kriegen? Yeah, I should probably pack up these shrimps. I just don't know what to do with this cocktail sauce. You don't need to eat at all in your video. Bei Ego-Shootern spielt Nahrung zum Beispiel keine Rolle. Deine Spielfigur muss nie essen, obwohl sie vielleicht wochenlang unterwegs ist. Aber solange du mit deiner Waffe frei umgehen kannst und Umgebung und Feinde logisch auf Kugeln reagieren, erscheint dir das Spiel realistisch. This is working how it's. Warum? Weil dein Maschinengewehr so funktioniert, wie es das sollte. Es fehlen zwar viele Aspekte einer realen Welt, aber konzentrieren tust du dich nur auf die Realität, die korrekt abgebildet wird. Okay, weniger Regeln, noch dazu einheitlich angewendet, lassen ein Spieluniversum wahrhaftiger werden. Aber lassen sich damit alle Bestandteile eines Games ins Himmelreich der Harmonie bringen? Are you ready, my son? If you are trying to make a game featuring a lot of really. Wenn du ein Spiel machst, in dem viele wirklich seltsame Ideen vorkommen, dann solltest du dich eher für eine abstrakte Comicwelt entscheiden. Denn über deren Logik und die notwendigen Lösungen macht sich kein Spieler Gedanken. Will heißen, jede Spielentscheidung sollte in einen angemessenen narrativen und grafischen Rahmen eingebettet sein. Da wundert es einen plötzlich viel weniger, dass besonders kohärente Spiele in eher einfach gestrickten Fantasiewelten stattfinden. A good example would be Halo. Ein gutes Beispiel ist Halo. Da muss man lediglich auf Aliens schießen. Das Spiel weist dir dabei die Rolle eines pflichtbewussten, allzeit bereiten Soldaten zu. Du bist eine wahre Killermaschine. Durch diesen ganz spezifischen Zuschnitt kommt es nicht zur ludonarrativen Dissonanz. Une seule pièce manque et l'entreprise peut s'arrêter. Die besten Game Designer entwickeln daher Fiktionen, deren spielerische, narrative und audiovisuelle Elemente sich gegenseitig so bedingen und ergänzen, dass sie zusammen ein großes Ganzes ergeben. Videospiele setzen komplexe Zusammenhänge voraus, die wir akzeptieren müssen, um sie entziffern zu können. Auf der Suche nach ludonarrativer Harmonie laufen Game Designer Gefahr, diese Vielfalt zu vereinfachen, indem sie sie der Realität unterwerfen. Doch sie können sie auch neu entdecken, wenn sie nur den Bezügen zwischen den einzelnen, auch noch so disparaten Elementen einen Sinn geben. Alors bonjour monsieur, c'est moi qui vais vous occuper de vous. On va enlever votre drap pour regarder l'intérieur de votre corps et je vais m'occuper de changer votre cœur. Voilà, je gère le drap comme je peux. Voilà, on va l'enlever doucement, pas sur les objets. Il faudrait virer ce drap. Excusez-moi, on enlève le drap et on s'occupe de vous. Je dispose d'une petite outil à ma disposition. Alors calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien se passer. C'est ma quatrième ou cinquième opération. Je vais me servir de l'outil que je réussirai à attraper, monsieur. Ne soyez pas désagréable. Allez, on va scier tout ça. Ne vous inquiétez pas, après on remplace. Voilà.